Und damit herzlich willkommen zur wahrscheinlich erstmal letzten Runde vom 2 gegen 1 auf den unausgeglichenen Karten. Mal gucken, ob es zumindest zu einem Sieg kommt, aber ich nehme mal an, dass wir einfach eine hoffnungslose Niederlageserie immer für den Verteidiger werden. Schauen wir mal. Diesmal Helms Klamm gegen zweimal Isengard mit mir als Rohan. Schauen wir mal. Ich meine, was soll denn schon passieren? Was hat Isengard schon großartig an Belagerungswaffen außer den Ballisten und den Leitern und den Bomben? Genau, die Statistiken der früheren 2 gegen 1 sprechen auf jeden Fall für dich, Udwin. Ja, finde ich auch. Das passt alles gut. Außerdem hast du ja noch Eomer und Gandalf. Ach nee, warte mal. Hä? Ui, das könnte interessant werden. Weil wir haben hier, glaube ich, hier nur einen Außenpostenpunkt hier für Ressourcen. Nee, zwei. Okay, guck mal, wir müssen uns aufteilen. Einer muss auf Wahl gehen, einer auf Infanterie. Benutzt alles als Waffe. Ja, ich wollte eigentlich mal eine Only Dunland Challenge machen, aber... Okay, dann mach ich Infanterie. Na gut, Dunland ist ja Infanterie. Mhm. Ja, genau. Ja, aber ich wollte nur mit Dunländern kämpfen. Ach nee, guck mal hier, wir haben ihn doch noch. Doch, wir haben zwei Punkte, okay, das ist gnädig. Wie gnädig? Ja, aber hast du so. Obwohl, ja, doch, da hast du 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 Punkte hast du. Damit hast du 2 weniger als wir. Hä, sicher? Ja, wir haben jeder 5. Ja, genau. Nee, wir haben. Ja, 5, genau. Ach nee, warte mal, ich sehe, wir haben noch mehr Bauplätze, guck mal. Jeder von uns hat sogar 3 Außenposten. Guck mal in der Mitte unten, da gibt es noch jeweils 2. Ach ja, das ist versteckt. Ja gut, ja, dann haben wir tatsächlich 4 mehr als du. Aber ja gut, das ist ja... Bin ich echt beruhigt. Aber wir haben irgendwo, nicht so eine schöne Festung. Irgendwo muss es ja auch ausgeglichen sein. Ich meine, ihr seid ja schließlich in Überzahl. Im Gegenzug dafür, um das auszugleichen, braucht ihr natürlich auch mehr Punkte. Ja, natürlich. Guck mal, aber du hast ja so hübsche Laternen bei deinen Bauern da und so. Ja, stimmt. Das ist hübsch gemacht und so. Da guck ich, wenn ich es schaffe, werde ich die nicht zerstören. Den kann ich fröhlich angucken, während der Wall gesprengt wird. Ich fröhlich angucken, während der Wall gesprengt wird. Naja, aber das Ding ist, wir können den Wall jetzt... Also, wir müssten halt ein Ressourcengebäude auf jeden Fall abreißen, um so eine Belagerungswerkstatt zu bauen. Machen wir das beide zusammen oder soll nur einer das machen? Nein, das muss einer machen. Guck mal, wir können es wie im Film machen. Ich bin Kommando Mauer, du bist Kommando Torhaus. Hä? Also du stürmst das Torhaus, ich versuche die Mauer zu nehmen. Aber wenn ich habe ja nur Waage. Achso, du willst auf Waage only gehen, okay. Achso, oder ja, macht das Sinn? Ich weiß nicht, was der mehr Sinn macht auf Waage. Obwohl er hat Rohan, er hat nicht viel gegen Kavallerieeinheiten. Wenn der halt ja, aber wenn er das bist. Tor, wenn er das Tor, ja, das ist, genau, das hängt jetzt davon ab, ob ich dann mit Belagerungsgeräten durch den Wall oder durchs Torhaus durchkomme. Das ist es halt. Schwierig. Ich bin mir echt unsicher, was ich jetzt bauen soll für Militärgebäude. Also du hast jetzt eine Urukai. Ja, ich habe ein Urukit, ja. Ja, pass auf, ich baue mal, ich gehe mal wie... Warte mal, wie viel kostet dieses Belagerungswerkstatt-Ding? 1500. Okay, alles klar, gut. Also die hätte ich jetzt auch gleich sofort. Nee, ich mach das schon. Also du baust jetzt beides? Ja, ich baue jetzt, genau. Ja, okay, oh, gut. Dann nehme ich, gehe ich auf Waage. Gehöft ist fertig. Wir probieren das einfach mal. Ne? Was soll schon schief gehen? Ja. Alles easy. Easy peasy. Alter, dass du einfach kein Geld hast. Ja gut, das haben wir ja auch nicht. Aber ihr habt doppelt kein Geld. Das ist schon mal doppelt so viel nichts wie mein nichts. Dann lohnt es ja komplett billig mit 1400. Ja, und ultimativ nervig, muss man vielleicht noch dazu sagen. Aber ja, nur wenn du auch Helden hast. Das stimmt. Wenn du keine Helden hast, dann ist es lohnt sinnlos. Nur geil. Help. Lauf. I'm being oppressed. Lauf. Alter, wie die halt auch wirklich schnell. Warum sind die schneller? Sind die nicht in Blockformation oder so? Nee, sind nicht. Alter. Wie die Urugis da schon Jagd auf diese Peasants machen. Das größte Problem ist halt, ich hab die nicht bewaffnet. Die sind dann einfach abgeschlachtet. Beiseite, ihr Schmutzdinger. Bleibt zusammen!
wie jetzt halt durch die ganze Festung gejagt werden einfach. Ich brauche Punkte, ja. Da kann man so eine witzige Verfolgungsjagdmusik einbauen. So. Schaut euch um mich, meine Benny Hill meinst du? Ja, Benny, ja, genau. Aber Benny Hill wird gerne gestrikt. Hab ich schon in der Vergangenheit gespürt. Was? Was ist denn das jetzt hier für ein Wegfindungsbug? Geht da hoch mal, ihr Hunde. Alter, braucht das lange. Wie kann man eigentlich so kombinierte Trupps wieder trennen? Gar nicht. Gar nicht. Echt nicht? Ah, nee. Einmal kombiniert, immer kombiniert. Nee, nee, das geht wirklich nicht. Das habe ich damals auch schon mal rausgefunden. Deswegen sollte man sich ganz genau überlegen, ob man kombinieren will oder nicht. Ist ja bescheuert. Es ist tatsächlich. LOL. Ist ja überhaupt noch einer von meinen Leuten am Leben? Die sind von der Mauer runtergefallen. Ist ja fies. Das Lurz. Na, ich dachte, ich könnte die ja zumindest noch kurzzeitig in den Kampf verwickeln und die ja mit Lurz scopen, aber... Kurz mit Lurz. Scopen. Ja. Alter, das dauert doch zu lange, bis die Gebäude sich refinanziert haben. Alter, das ist schon das Ding, Alter. Sehr gut, ja. Ja. GG. Das ist halt echt so, ich hab nichts. Ich meine, gut, Ich glaube, es ist nicht klug, erstmal darauf zu gehen, alle Gebäudeplätze vollzubauen. Du musst dich unbedingt auf eine Verteidigungsarmee bauen. Hab ich ja auch stellenweise gemacht, aber du hast halt keine Ressourcen, das ist richtig schlimm. Ich hab sogar einen Nachteil euch gegenüber, weil ihr kriegt die vergünstigten Slots. Aber stell dir mal vor, das ist jetzt halt, wäre halt hier, wir hätten halt auch mit Camps, wenn wir normalerweise gestartet. Das ist halt schon okay. Ja, das ist nochmal schlimmer. Das stimmt halt wirklich. Sie greifen an. Ihr könnt mal eine ausgeglichene Runde mit Handicap für die zwei Angreifer machen. Ich glaube, Handicap gibt es nur im zweiten Teil. Das kann man im ersten nicht machen, glaube ich. Ja, das stimmt. Das bringt auch nicht viel. Ich meine, früher Schützen zu machen, dann hätte ich halt ein paar Einheiten da gehabt, aber hättet ihr mich trotzdem overwhelmed. Ah, perfekt. Da rückt die Ramme vor auf den Damm, mich. Haltet die Augen offen! Was machen die denn, sind die bescheuert? Ich glaube, da macht er jetzt das Tor zu, ne? Klar macht er das zu, aber... Ah, nö, guck mal, macht er nicht mehr. Hat doch jetzt, ja. Lass keinen am Leben! Wie langsam die auch das Tor zumachen, ey. Aber die krieg ich. Ah, da hab ich jetzt kurz gepennt. Ja. Mutig halt sich alle nieder! Greifen das Lager an! An eure Bögen, Landvolk! Die Schlacht wartet! Seid ihr bereit? Oh. Teamarbeit. Machen gut Damage. Indirektes Handicap als Absprache zwischen euch. Naja, was sollte man dann da machen? Ist die Frage. Ich meine, nach der Runde wollen wir eh nochmal unsere Isengard challenge. Ja, ich glaube, nach der Runde reicht das mit den. Nein! Diesen Runden. Ach, hier ist ja auch nochmal ein Tor, was durchbrochene werden kann. Ach, Waage. Ja, ich glaube, die Runde ist noch nicht zu Ende hier. Noch haben wir nicht gewonnen, Koga, auch wenn es jetzt gerade kurzzeitig danach aussah. Ich habe auch nicht gesagt, dass wir jetzt hier easy gewinnen. Jetzt habe ich diesen Positionsding geworfen. Hey, das ist König Theoden. Ja, müssen wir mal eben kurz nur die... Alter, was da unten? Die in der Mauer, die leben, ne? Meine sind da instant gestorben. Boah, das dauert ja ewig. Alter, jetzt stacken die da alle.
Ich kriege jetzt halt die ganzen Ressourcen den Knight. Nee. Ich glaube, jetzt werde ich sowieso noch leer laufen. Das Einzige, wie ich mir das vorstellen kann, wie man das als Verteidiger vielleicht eine Chance hat, wäre mit einer Art No-Rush-Timer oder sowas. Aber selbst da wirst du dann einfach overwhelmed im Endgame. Ich glaube, das macht keinen Unterschied. Stimmt, wenn man sagt, man hat irgendwie 10 Minuten Friedenszeit oder so. Aber die Angreifer haben dann auch Zeit, sich aufzubauen. Ja, mein, ja, dann doppelt ist, so viele die Truppen, haben dann auch den doppelten Vorteil halt auf Dauer. Das ist. Man hat als Verteidiger halt wirklich den riesigen Nachteil, dass du im Early Game. Du hast genauso wenig Ressourcen wie die anderen und die Angreifer können sogar günstiger ihre Ressourcengebäude bauen, weil die diese Außendinger machen können. Was du als Verteidiger nicht hast. Das hat alles Doppelvorteil. Ja, meine Waren sind alle tot, ne? Tot, ne? Tot, ne? Kommt da jetzt, der kleine Hund? Alles zerstört. Ja. Alles zerstört. Ich meine, ja, ich habe keine Ressourcen gehabt und jetzt habe ich erst recht keine. Das war ist eigentlich GG. Ich habe noch die paar Truppen und sobald die wechseln, war es das. Aber die Truppen waren echt gut, die du da hattest. Dafür, dass die Waagreiter 600 kosten. So viel wie ein. Gut, es hat jetzt wahrscheinlich wegen Theodens Führerschaft, hat deshalb wir sind gut hingehauen. Guck mal, wie die die einfach weggeraidet haben. Ja, das ist jetzt, wo ich habe, geht es so halbwegs. Der eine Berserker, der geht da trotzdem ab, der hat ein paar mitgenommen. Ich hab halt. Ist das halt ernsthaft so, dass ich keine. Alter, wer hat sich denn das ausgedacht, ey? Was denn? Ich hab jetzt einen und ich krieg keine Ressourcen mehr, weil mein Hauptgebäude produziert nichts. Das produziert echt? Einfach nichts. Ich krieg nichts mehr. Ich habe jetzt keine Farm mehr. Ich habe kein Geld mehr. Das war's. Alter. Alter. Also ey. Im zweiten Teil bin ich mir absolut sicher, dass da das Hauptgebäude. Ich wollte gerade sagen, das musst du irgendwas gebrauchen. Im ersten Tag funktionieren diese Maps einfach nicht, ey. Das ist richtig schlimm. Wie viel hast du denn noch? 41 Ressourcen. Ganze 41. 41. Krieg ich da wenigstens Geld zurück? Weil ich habe doch eher. Ach, das bringt doch nicht mal Geld, diese Kackstatuen. Die bringen keinen Bonus und bringen kein Geld. Und der wenn Brunnen? Du, der Brunnen? Nee, der bringt ja, auch kein Geld, das bringt ja nur. Ja, ich kann abreißen, aber ich krieg nicht genug Geld um. Wenn du den Stall oder den nee, das reicht immer noch nicht. Nee, ich bin aus dem Spiel. Ich bin GG. Allerhöchstens, wenn ich wirklich absolut alles abreiße. Ja, wenn ich absolut alles abreiße, kann ich eine Farm bauen. Yay! Geil! Mann, ey. Ja, das ist Hauptsache, ich hab's irgendwo. Ach echt, du hast da oben die Rekrutierungsgebäude auch abreißen? Ja, ich musste alles abreißen, ich hatte nichts mehr. Da kommt nichts rein. Du bist total gearscht als Verteidiger, was Ressourcen angeht. Es könnten Orks in der Nähe. Seid bereit, Bogenschütze. Möge dies ihr Ende sein. Kann ich irgendwie. Jetzt hab ich auf der Mauer gehabt. Okay, ja, nö. Boah, das ist aber schon krass, ey. Die machen schon gut Damage, die Rohirrim. Das ist ein Problem. Wir brauchen auf jeden Fall Speerträger. Brauchen wir. Mhm, sind schon in Produktion. Okay. Mit wenig Last und schnell. Zerschmettert dies übel. Nein. Ich kann den Leitzenträgern jetzt auch nicht mehr sagen, dass sie den Wall verlassen sollen. Ach, da war. Der Wall ist ja eh schon gesprengt. Ja, ich weiß, deshalb wollte ich die jetzt irgendwo hinbieten, dass die halt jetzt keinen Kommandopunkt jetzt mehr verbrauchen, aber. Ist denn der eigentlich kaputt gegangen? Gerade eben. Ah, guck mal, ich brauch Hilfe. Warum eigentlich nicht mal versuchen, wenn ich schon mal hier bin? Okay. Doppeltes Blasen. Das hättest du wohl gerne. Die Herrschau soll beginnen. Oh, der kommt. Watch out! Wir greifen an! Auf! Oh oh! Vorwärts! Eilt euch! Alter!
Ey, das gibt's nicht, wie dieser eine Trupp Urukai mit Elben da von Elben wegrasiert wird. Hm. Wo ist denn mein Lurz? Ich finde den nicht. Einfach unten doppelklicken auf das Bild. Ja, ich seh ihn. Ich hab ihn schon gefunden. Ja, boah, diese Elben da, also... Alle Uruks waren in der Stadt. Nur Lutz kam zu kurz. Digga, der nimmt mich jetzt raus hier aus dem Spiel. Voll Lutz. Ich brauch Hilfe, hallo. Ja, was soll ich da machen gegen die ganzen Elben? Die hat ja gerade alles weggeraucht, was ich hatte. Das wundert mich jetzt tatsächlich auch, wie ich dieses Comeback hinbekommen habe. Ich verstehe es nicht. Die Zitadelle. Warum schießt du denn nicht, du dummer Idiot? Alter, das gibt's ja wohl nicht. Ja, das ist ja diese Fähigkeit, die buggt manchmal ein bisschen gefühlt. Komm, nur ein bisschen. Wild Man of Doomland. Wie scheiße sollen die Einheiten sein, die du dir holst? Okay, so. Oh, da hat er Saruman. Naja. Oha. Boah, wie viel Damage er schon bekommen hat. Jetzt hat er noch Zwerge geholt. Ah, oh Gott, der hat ja überhaupt nichts gebracht. Nein. Alter. Okay, nächste. Alter, was geht denn mit diesem geupgradeten Schlachthaus ab? Das ist ja richtig krank, wie viel Damage das macht. Hilfe! Das geupgradet hat er da auch noch. Was kommt denn jetzt noch? Das ist ja schlimmer als Türme. Achso, die Elben sind weg, okay. Das ist ja richtig krank. Shit, das zerrastet mir alles. Was ist denn das? Okay, es sind nur die. Ah ne, boah, Alter, was ist hier alles los? Wie viele Zwerge hier sind denn hier, Digga? Scheiße, Mann. Leck mich aber. Fick mich hart von hinten, Junge. Oh Mann. Ja gut, mir bleibt jetzt leider keine andere Wahl mehr. Ich muss. Einen Ballrock holen. Ja, Instant Surrender, Digga. Oh Mann, das war ja komplett geisteskrank, ey. Guck mal, ich brauche Hilfe! Lasst uns gemeinsam Schwerter ziehen! Diese behinderten scheiß Zwerge, Junge, verpisst euch! Der Feind, Hinterkunft, Männer! Lasst uns gemeinsam Schwerter ziehen! Junge, da kommt er wieder, Vorsicht! Kommt nach vorne! Auf! Halt euch! Schnell jetzt! Ah, jetzt ist ja aber Schluss hier. Ihr habt meinen Segen, Freunde Rohans. Wie mache ich diesen Charge? Achso, den habe ich drin. Ah, nee, habe ich nicht. Junge, das ist geisteskrank, wie viel Damage der da macht. Das ist ja insane. Alter, wie seine Mauer schon gefickt ist, Alter. Oh Mann, ey, nein! So lasst ihn doch in Ruhe! Oh. Das ist, glaube ich, so ein ewiges Stalemate, ey. Ich meine. Darf ich hier. Alter, wie viel kostet das? Bleib standhaft! Boah! Boah! Tja, ich weiß auch nicht, Junge, was gegen die Reiter da machen kann. Die Speerträger, die werden ja die ganze Zeit abgeschossen. Es sind jetzt nur noch 5 Reiter. Ja, mal gucken, ob meine Speere das überleben, den Weg dorthin. Alter, also, wie der Turm halt nur so einen Bruchteil von dem Schaden von diesem Level 3 Schlachthaus macht, das ist so bescheuert. Reißt alles nieder. Schnell jetzt. Oh Gott. Ich will nicht in der Nähe sein. Das war insane, Alter. Die Elben waren richtig insane. Und die Zwerge waren auch krass. Und die Reiter auch. Die Elben waren richtig krass. Die haben meine meine Armbrustschütze und Speerträger einfach so wie nichts über den Haufen geschossen. Alter, kann den Wald auch nicht wieder aufbauen, ne? Der ist ja jetzt einfach so broke, der ist, ne? Der ist jetzt einfach so, ja. Der ist hier, um zu bleiben. Zu kaputt. Okay. Sehr gut, wenigstens was. Tja, das wäre schon eine gute Sache hier. Aber da brauche ich noch einen Punkt, brauche ich da noch für. Ah, ne,
2 Punkte brauche ich da noch für. Pass auf, der kommt da wieder. Echt? Mhm. Okay. Möge dies ein ruhmreicher Tag sein. Na gut, aber es ist nur eine Horde, ne? Guck mal, wir können da hingehen. Okay. Sie ist ja haut ab. Oh, 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 Elben, ich hab Angst vor denen. Die machen übel Schaden gegen die Speerträger. Ja. Okay, dann kümmere ich mich um die Elben. Okay. Da kommen auch die Zwerge wieder. Alter, wieder meine Speerträger über den Haufen schießt einfach so. Auf zu Zorn, auf zu Verderben. Nehmt sie an der Spitze. So, die Elben sind jetzt größtenteils weg. Er geht jetzt auf. Er fokust mich jetzt. Ja, meine Speerträger sind jetzt tot. Es ist so nervig. Wie schnell der gekillt wird, der das Wichser, Alter. Das hat mich jetzt auch gewundert. Alter, diese Rohirrim sind unbesiegbar, wenn ihr den Charge von Theo den habt. Okay. Alter, diese Elben sind viel zu strong. Wie kommen die überhaupt her? Ich hab da einen Feuerball und einen Power reingeheatet. Die sind tatsächlich, haben die knapp überlebt anscheinend. Okay. Uncool. Lasst uns gemeinsam Schwerter ziehen. Ach, das pausiert alle anderen Gebäude. Das ist das Problem. Okay. Tja, das sieht jetzt allerdings sehr schlecht aus. Ja. Und ich habe bei weitem nicht genug Ressourcen, um dagegen was zu machen. Warte mal, Koga, ich kann dir ein bisschen Holz schicken. Das ist nett. Nein, ich bin raus. Egal. Oh. Ja, okay, das ist das erste Mal, dass tatsächlich, aber das hat mich jetzt auch übelst gewundert, weil eigentlich war ich aus dem Spiel raus. Ich hatte meine paar Trupps, hatte kein Geld mehr, musste alles abreißen für ein scheiß Gehöft und dann irgendwie mit diesen, weil ich mir einfach gesagt habe, komm, ich hielt jetzt einfach mal raus. Das ist total weird. Das ist eine Passive Ability von Theoden, ne? Das ist eine aktive. Die musst du aktivieren, dass dann alle Einheiten kurz unverwundbar werden und einen Damage Boost bekommen. Das ist schon verdammt strong. Ach, unverwundbar? Ach so. Ja, die werden auch unverwundbar eine Zeit lang. Okay. Es ist aber... Ja, schaut euch alleine Resources Collected an. Als Verteidiger bist du da extrem im Nachteil, was Ressourcen angeht. Ich glaube, das ist auch die einzige Möglichkeit, wie du gewinnen kannst, indem du relativ früh im Spiel irgendwie rauschargst mit Kavallerie oder so und so Circle chargst und irgendwie schnell Gebäude kaputt machst. Das ist die einzige Möglichkeit. Ja, es wäre ja eigentlich nicht möglich, wenn man die Camps hätte, wo man halt die Death-Türme hätte, ne? Das... Okay, dann haben wir tatsächlich sogar mal ein einziges Spiel, wo der Verteidiger gewonnen hat. Also ja, Ausnahmen bestätigen die Regel und so. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn wir unser Match gegen Isengard nochmal neu machen, weil das letzte Mal 3 gegen 5 war ja ein bisschen langweilig, weil die ja nichts machen konnten. Da probieren wir mal sowohl ein 3 gegen 3 als auch ein 3 gegen 5 ohne Mauern. Oder beziehungsweise zumindest mit offenen Mauern wie mit Lothlorien. Also was, wo die jetzt nicht einfach ausgesperrt werden können. Aber gut, erstmal soweit. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye bye. Jo. Okay. Also ganz ehrlich, als du gerade schon gesagt hast, ich habe jetzt kein Ressourcengebäude mehr, dachte ich mir so, okay, jetzt will ich wenigstens auf den Ball springen, bevor er gleich surrendert, und habe einfach gar nichts mehr gemacht, außer nur noch diesen Ball zu sprengen. Ich habe nichts gemacht, kein Scheiß. Ich hab mir das Szenario angeguckt, ich habe mir den Chat durchgelesen, ich habe nichts gemacht. Ja gut, okay, das bedeutet, ich hätte wahrscheinlich verloren, hättest du einfach nur angegriffen. Hätte ich weiter reingebuttert, hätte ich auch mehr Truppen gehabt, um Tin zu verteidigen wahrscheinlich. Mhm. Und am Ende hat es jetzt nichts mehr gebracht, also da hatte ich jetzt zu wenig Ressourcen. Okay. Hört. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich das Game noch gedreht hätte, auf keinen Fall, aber... Ich glaube schon, dass ich das, weil ich, wie gesagt, zwischenzeitlich hatte ich nichts. Ich bin ja mit allem raus, was ich hatte. Jo. Ich werde auch noch mal kurz auf Toilette gehen. Alles klar. Tschüss.